So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch heute Ländertoppen zeigen. Ein überraschend witziges Spiel, das so ein bisschen an diese Top-Trumps-Spiele erinnert, ne, wo man irgendwie Autos hat und hieß es Hubraum 5000 Zentimeter, ja, ich habe 6000, okay, mein Stich. So ähnlich funktioniert das hier auch, nur mit Ländern. Und es ist überraschend witzig, auch wenn es so ein, zwei Sachen gibt, wo ich sagen würde, ist ein bisschen heikel vielleicht, aber alles in allem habe ich das jetzt schon oft gespielt und jede Runde war immer witzig. Darum gucken wir einfach mal rein. So, ich werde euch das einmal mit Dave kurz, ja, quasi zeigen, vorspielen. Das ist das Spiel, Ländertoppen, ab 8 Jahren, 2 bis 5 Spieler, dauert so 30 bis 40 Minuten. Hier sind dann halt so, ja, so nicht wirklich Spielpläne, so Ablagen bei, die man vor sich auslegt. Steht einfach für größte oder kleinste Fläche, Erhebung, Temperatur, Bevölkerung, durchschnittliche Lebenserwartung und Pro-Kopf-Einkommen. Und sowas bekommt halt jeder Spieler vor sich, ne? Dave legt hier dann auch sowas vor sich. Man kann das, wie gesagt, mit bis zu 5 Spielern spielen. Hätte einfach jeder so eine Auslage. Dann haben wir hier halt diese ganzen Länderkarten drin. Da gibt es auch so ein paar Kontinentkarten einfach nur. Das sind hier diese leeren. Die brauchen wir je nach Spieleranzahl. Gibt es da so ein paar bestimmte für. Bei 2 bis 3 Spielern bekommt jeder von diesen Blindkarten, wie sie so schon heißen, 2. Wenn wir mit 4 oder 5 Spielern spielen würden, würde jeder 4 davon bekommen. Die restlichen legt man einfach beiseite. Die braucht man dann nicht mehr. Und dann werden die anderen Länderkarten genommen. Einmal gut gemischt. Ich mische jetzt mal nur halb gut. Und dann bekommt jeder Spieler in dem Fall hier 10 Stück, sodass wir auf jede dieser 12 Positionen gleich eine Karte legen können. Das heißt, das sind Dave's Karten, das sind meine. Dann gibt es hier für jeden 10. Zack. Zack, zack, zack. So, ich zeige euch jetzt erstmal meine Karten. Ich muss die jetzt halt zuordnen. Und zwar mal das mit dem meisten hier oben, das mit dem wenigsten hier unten. Das Liechtenstein, da weiß man schon mal, okay, das ist so ein kleiner Joker, den man hat. Wobei, es gibt noch andere kleine Länder. Ich weiß nicht, was Dave so auf der Hand hat. Ne, Liechtenstein würde halt bei der wenigsten Fläche gewinnen, bei den wenigsten Einwohnern wahrscheinlich. Lebenserwartung sind sie auch vorne mit dabei mit 82,28 Jahren. Und das BIP pro Kopf, da kann man auch immer bei seinen anderen Karten gucken, was da so die Vergleichswerte sind. Da, also ich glaube, ich würde einfach... Ich gucke mal, was ich sonst noch so habe. Normalerweise muss man es erstmal verdeckt hinlegen. Ich kann es jetzt natürlich zum Erklären offen machen. Das macht es jetzt für mich tatsächlich ein bisschen leichter. Dann kann ich gucken und gucke erstmal, okay, bei der größten Fläche habe ich halt Iran mit 1, na, hier sogar Algerien mit 2,3 Millionen. Das ist gar nicht so wenig. Wenn man das Spiel häufiger spielt, weiß man, dass Russland so um die 17 Millionen hat und Kanada 9 Millionen Quadratkilometer. Das sind aber auch schon mit Abstand die größten Länder. Das ist mit 2,38 Millionen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das könnte ich jetzt erstmal hier hinlegen. Bei der Größenfläche kann ich aber auch schon gleich mal gucken. Kleinste Fläche, da habe ich jetzt dann noch Lettland. Das ist schon sehr klein mit 64.000. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendwas Kleineres. Da könnte ich jetzt gucken. Ich weiß ja auch, Lettland hat eine niedrige Temperatur, 1,9 Grad. Ne? Und wenn ich mir die anderen Länder, die ich hier so habe, angucke, 1,9 Grad, ich würde Lettland eher bei der geringsten Temperatur hinlegen. Ne? Also hier, normalerweise sagt auch verdeckt, aber so zu vergleichen, dass wir gleich mal gucken können. Dann kann ich schon mal gucken bei der höchsten Temperatur. Ich muss auch mal denken, ich habe ja auch noch 2 Blankkarten, die ich auch irgendwo hinlegen kann. Da kriegen dann die anderen Spieler auch keine Punkte für. Das wäre gar nicht so schlecht. Temperatur Madagaskar sind nur 18,9 Grad. Das ist aber wahrscheinlich... Namibia 19,4. Das ist alles nicht so wirklich viel. Also bei der höchsten Temperatur würde ich mich jetzt auch erstmal noch zurückhalten und da vielleicht schon erstmal so eine Blindkarte hinlegen. Dann kann man gucken, vielleicht größte Erhebung, habe ich da vielleicht irgendwas, wo es besonders hoch ist, da sehe ich halt überall, also Iran mit 5600 Metern ist schon relativ hoch, da hoffe ich mal, dass einfach keiner Nepal hat und jetzt hätte ich natürlich irgendwie gern sowas wie die Malediven, wo einfach es nicht wirklich hoch ist, aber wenn da einer Holland oder so hat, das ist schon alles, schon ganz gut dabei. Das heißt, ich würde vielleicht mal weiter gucken. Bevölkerungszahl 10,3 Millionen, 10, 2,3 nur, wäre vielleicht für wenig ganz gut. 56 Millionen Südkorea. Auch nicht so berauschend. Lebenserwartung kann ich auch mal gucken mit 82,63 ist da schon, ich würde das einfach mal bei höchsten Lebenserwartungen hinlegen. So.
Ich habe auch schon gesehen, das ist immer sowas, wo man sich noch freut, wenn ein Land nicht so eine hohe Lebenserwartung hat. Namibia sind nur 63,02, damit einen Stich zu gewinnen, fühlt sich dann immer ein bisschen bitter an, finde ich. Aber ich lege das einfach mal dahin, wobei ich auch schon bei anderen Ländern in Afrika was mit 56 Jahren und so gesehen habe. So, aber dann sieht es natürlich wieder bei Bevölkerungszahl echt nicht so gut aus. Da würde ich vielleicht nochmal meine andere Blindkarte hinlegen. Ich habe also jetzt natürlich viele Länder, die eher so Mittelmaß sind. Ne? Ich meine, BIP. Da gewinne ich keinen Blumentopf. Hier, Jordanien 5, hier, oh, Madagaskar, ein BIP pro Kopf von 459. Das ist auf jeden Fall echt wenig. Das würde ich dann mal einfach hier hinlegen. Und das ist jetzt natürlich auch so eine Phase, die ist relativ solistisch. Ich bin halt viel mit mir beschäftigt. Jeder legt bei sich so ein bisschen was aus. Da ist aber eben auch jeder beschäftigt. Deswegen ist das gar nicht so schlimm tatsächlich. Und habe auch in der ersten Partie gedacht, wir spielen ja alles ein bisschen für uns. Ist ja irgendwie doch nicht so aufregend. Aber na, auch mit der Auswertungsphase gleich, das macht dann schon durchaus Spaß. Dann habe ich jetzt halt noch drei Positionen offen. Geringste Erhebung oder ne, höchste Erhebung, also den tiefsten Wert. Bevölkerungszahl, da ist das wenigste, was ich habe, 10,3. Dann kann ich mal gucken. Schweden, geringste Fläche. Geringste Fläche würde ich vielleicht mal dann Jordanien hinlegen. Und bei der na, höchsten Erhebung mit 2544, damit werde ich sehr wahrscheinlich nicht groß gewinnen. Und dann könnte man jetzt nochmal drüber gucken, aber im Normalfall hätte man das natürlich gleich alles verdeckt hingelegt, damit auch die Mitspieler nicht wissen, wo man vielleicht so eine Blindkarte hingelegt hat, weil da gibt es natürlich dann irgendwie weniger Punkte. Da können sie dann vielleicht auch eher eine durchschnittliche Karte hinlegen, weil sie damit trotzdem Punkte holen. Und das kann auch manchmal, also wir hatten das auch schon in manchen Partien, dass mehrere Spieler bei der gleichen Rubrik ihre Blindkarten hingelegt haben. So, und Dave will das jetzt auch machen. Ich mache das mal im Schnelldurchgang für ihn und ich beherrsche auch die Kunst des Vergessens, dass ich natürlich nicht mehr weiß, was ich hier hingelegt habe. So, jetzt hat auch Dave alle seine Karten zugeteilt. Manchmal, ne, man hat auch nur zwei Blindkarten, also zwei Joker-Nieten quasi. Ja, manchmal hofft man dann noch einfach, dass der andere irgendwo irgendwas hingelegt hat, wo man vielleicht doch noch einen Punkt macht. Und jetzt würden wir einfach anfangen zu vergleichen und zwar quasi der Reihe nach. Das heißt, wir würden das jetzt einfach aufdecken. Wir haben das eigentlich immer so gespielt, dass wir erstmal gesagt haben, was wir haben, damit man dann schon nochmal raten kann, okay, wer wird jetzt wahrscheinlich gewinnen? Manchmal war es eindeutig. Jetzt geht es halt um die größte Fläche. Da habe ich halt Algerien mit 2,381 Millionen Kilometern. Ich hoffe, man kann das so halbwegs sehen auf den Karten hier. Und dann würde Dave halt sagen, okay, er hat da einfach seine Continent-Karte hingelegt, das ist quasi, ja, so ein Joker, kommt einfach weg, ich bekomme jetzt diese Karte. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das schnelle Spiel, wo man die Karten einfach sammelt. Es gibt da noch eine etwas kompliziertere Wertung, die ja Standardspiel ist, die gucken wir uns dann gleich mal an. Dann hätten wir jetzt die geringste Fläche, da habe ich Jordanien, Dave hat da Singapur. Da könnt ihr mal überlegen, wer da jetzt wahrscheinlich gewonnen haben wird. Und das ist natürlich Singapur, ne? Hier so ein Mini-Stadtstaat. Das heißt, den Stich würde jetzt Dave bekommen, weil ne, meine 90, ich weiß gar nicht, warum ich da 90, Jordanien, das ist einfach, dass es übergeblieben ist wahrscheinlich. Ne, das gewinnt auf jeden Fall locker Dave. Dann würden wir jetzt gucken, höchste Erhebung. Ich habe da Iran hingelegt mit immerhin 5600 Metern. Und Dave hat aber im Vergleich dazu Chile dahingelegt und Chile hat ja ungefähr 6800, ziemlich genau 6893. Das heißt, auch der Stich hier geht an Dave. Dann würden wir gucken. Ich habe hier Rumänien hingelegt bei der tiefste Erhebung mit 2500 Metern. Da hat Dave die Malediven hingelegt. Die Malediven haben die höchste Erhebung mit 5,1 Meter. Auch der Stich hier geht an Dave. Dann würden wir gucken, Temperatur, da habe ich meine Blank-Karte hingelegt. Dave hat da Malaysia hingelegt mit 27,8 Grad. Auch das geht an Dave. Auf jeden Fall nicht schlecht. Dann geringste Temperatur, Lettland gegen Bolivien. Da musste Dave wahrscheinlich abschmeißen. 5,7 Grad gegen 15,6. Auch das Ding geht an Dave. Dann Bevölkerungszahl. Da habe ich eine Blank-Karte hingelegt. Das heißt, die kommt einfach weg. Und Dave hat da die Philippinen hingelegt mit 106,5 Millionen. Auch das ist Daves Stich. Dann die wenigsten Einwohner. Habe ich Schweden hingelegt. Warum auch immer. 10,3 Millionen. Oh, Schweden. Okay. Und Dave hat da hingelegt den Libanon. Der Libanon hat 6,1 Millionen Einwohner. Schweden 10,3 Millionen. Das heißt, auch das Ding geht an Dave. Ich werde hier wohl keine Sonne sehen. Dann die Lebenserwartung. Da habe ich Südkorea hingelegt mit 62,63. Und Dave hat da Norwegen hingelegt. Na, was denkt ihr? Was gewinnt er wohl? Und zwar haben wir hier 82,63 Jahre gegen 82,51 Jahre. Ich glaube, das war meine Karte. Das heißt, den Stich gewinnt ausnahmsweise mal ich.
geringste Lebenserwartung finde ich immer mit einer der bittersten Kategorien. Da hat Dave Myanmar hingelegt mit 66,56. Und wir erinnern uns noch, ich habe Namibia hingelegt mit 63,02. Das heißt, in dem Fall gewinne auch ich, leider für die Leute da. Dann das höchste BIP. Ich habe da hingelegt, nein, Liechtenstein mit 165.000. Dave hat da eine Blankkarte hingelegt. Das heißt, den Stich bekomme auch ich. Und das geringste BIP, wir erinnern uns, ich habe da Madagaskar mit 459 und Dave hat da Kambodscha hingelegt. Kambodscha hat 1230. Das heißt, auch den Stich bekomme ich. Und dann hätte ich jetzt 2, 4, 6, 8 Karten. Und Dave hat dementsprechend, da es ja 24 sind, nicht ganz doppelt so viele, wir sind doch ein paar rausgegangen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Karten. Die kommen auch noch weg, werden also 12 Karten. Und im Normalfall wäre es jetzt so, immer wenn man einen Stich bekommt, das ist die normale Wertung, ne? Also angenommen, ich hätte irgendwie mit den beiden Karten hier einen Stich gemacht, dann müsste ich immer eine Karte auf einen verdeckten Stapel legen und eine Karte offen. Das ist jetzt der Asienstapel. Wenn ich dann diesen Stich hier bekomme, muss ich mich auch wieder entscheiden, ne? Eine Karte verdeckt, eine Karte offen. Das heißt, ich kann sagen, okay, dann lege ich mal Afrika hier hin und Europa dahin. Wenn ich jetzt diesen Stich hier bekommen hätte, könnte ich mich wieder entscheiden, ne? Eine muss ich immer verdeckt hinlegen. Das heißt, ich würde mal sagen, okay, Asien lege ich dorthin und Europa hier. Das sind einfach einzelne Punkte. Bei diesen Kontinentstapeln gewinnt derjenige, der am meisten von einem Kontinent hat und nur der kriegt Punkte dafür. Alle anderen gehen leer aus. Das heißt, auch bei denen könnte ich sagen, okay, ne, Madagaskar lege ich auf den Afrika-Stapel, Asien kommt hier hin und dann hätte Dave ungefähr das gleiche gemacht während des Spiels schon. Ne, hätte er gesagt, okay, ne, Asien, hier hätte er vielleicht nochmal einen Südamerika-Stapel aufgemacht. Hier hätte er vielleicht nochmal was auf den Asien-Stapel gelegt. Hier hätte er noch mehr auf den Asien-Stapel gelegt. Hier hätte er nochmal den Südamerika-Stapel ein bisschen größer gemacht. Und hier hätte er dann noch auf dem Asien-Stapel was gelegt, damit er dafür Punkte macht. Und jetzt würden wir halt am Ende des Spiels gucken. Das hier sind einfach die normalen Punkte. Das heißt, das wären 6 Punkte für Dave. Und für mich wären das hier 4 Punkte. Dann würden wir gucken. Asien haben wir beide Karten gesammelt. Ich habe nur 2. Dave hat da aber 2, 4, 5 hingelegt. Das heißt, das wären quasi auch nochmal 5 Punkte für Dave. Bei mir wird das wegfallen. Ne, Südamerika hat Dave die meisten und bei Afrika habe ich die meisten und das wären jetzt einfach die Punkte, die wir für diesen Durchgang zählen würden und nachdem wir eine bestimmte Anzahl an Runden gespielt haben, ist das Spiel dann zu Ende. Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen, wobei es auch gar nicht so sehr auf die Punkte, doch wir haben das schon mal gezählt, das wurde dann schon echt knapp, also die letzte Runde, die wir gespielt haben, da habe ich irgendwie in der ersten Runde super viele Punkte abkassiert, Annika dafür dann irgendwie in der zweiten und in der dritten wurde es mal knapp. Karl hat irgendwie ein bisschen Pech, da lief es nicht ganz so gut mit den Karten. Und ja, super witzig das Spiel, macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Wir haben es auch eigentlich immer direkt mit der normalen Wertung gespielt, wo man sich immer entscheiden muss, auf welche Stapel man die Karten legt. Man kann auch die einfache Variante nehmen, je nachdem, wie man das Ganze möchte. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen bitter, wenn man sich freut, mit der geringsten Lebenserwartung oder dem geringsten BIP zu gewinnen. Es ist halt leider so, das ist dann tatsächlich mal ein bisschen traurig, diese sozioökonomischen Faktoren. Wenn ich halt mit der geringsten Erhebung gewinne, ist mir das ja egal. Da leiden keine Menschen drunter, aber wenn man davon einmal absieht, ist es durchaus ein witziges Spiel, wo immer jede Runde wirklich Spaß gemacht hat. Es war auf jeden Fall immer Emotionen dabei, obwohl wir halt am Anfang, immer so solistisch vor uns hin die Karten gelegt haben, aber das macht halt auch schon Spaß, zu überlegen, was lege ich wohin, wo hoffe ich vielleicht auf irgendwas, wo denke ich vielleicht, okay, mit dieser Karte gewinne ich sicher, weil, boah, irgendwie 8 Millionen Kilometer, Quadratkilometer und dann sagt einer, ja, ich habe Russland und dann weiß er schon, okay, gibt irgendwie alle Karten, wobei ich glaube, Russland sogar noch geschlagen wird. Es gibt nämlich auch die Antarktika-Karte hier drin. Und naja, ich glaube auch Antarktika ist nicht so groß wie uns. Ich glaube, hat glaube ich 14 Millionen Quadratkilometer und Russland ist bei 17 Millionen. Also Russland ist schon echt verdammt groß. Und ja, also steht drauf, ab 8 Jahren. Das weiß ich nicht, da könnt ihr mir ja gerne mal Feedback zu geben. Ich glaube, mit 8 ist man dann noch ein bisschen überfordert. Ich meine, man lernt natürlich was, aber man kennt sich gar nicht so aus. Und also viele Länder, da kann man gar nichts mit anfangen, wo die liegen, was da irgendwie die Lebenserwartung ist. Allein mit dem BIP kann man nicht wirklich viel anfangen. Und wie üblich bei den Spielen von den Drachasen der Abendsonne ist es hier auch so, also auch wenn hier jetzt irgendwo ich mich bei einer Regel vertan habe, irgendwie diese Karten hier anders gewertet werden oder so, die haben generell immer die Prämisse, hier habt ihr das Spiel. Und dann macht draus, was ihr wollt. Wir geben euch so ein Regelwerk, nachdem das Spiel funktioniert. Wenn ihr aber irgendwie kleinere Anpassungen haben wollt, dann macht das gerne. Das ist ja auch bei Mutabo, da heißt es auch irgendwie, ich glaube, es gibt gar keine offizielle Punktewertung. Die meinen auch, wenn ihr wollt, könnt ihr machen. Aber eigentlich braucht das Spiel gar keine Punktewertung. Und ja, also ich mag es, ich war davon positiv überrascht. Wie gesagt, erinnert so ein bisschen an so Quartettspiele, Top-Trump-Spiele von damals, die ich als Kind auch echt gerne gespielt habe. Man lernt natürlich auch immer ein bisschen was, wobei natürlich so Sachen wie BIP und irgendwie Lebenserwartung und so und Einwohnerzahl, das wechselt auch regelmäßig, aber das Spiel wird ja auch regelmäßig aktuell
aktualisiert. Da einfach neue Daten einzufügen, wird jetzt auch nicht so schwierig sein. Das ist nicht wirklich teuer. Und wie gesagt, immer witzige Runden gehabt. Guckt auch gerne mal in unsere Live-Let's Plays, die wir hatten. Die waren auf jeden Fall immer spaßig. Das letzte Mal gespielt haben wir, das könnt ihr auf Brettschlock Live sehen. Ich glaube, am 2.2. oder 1.2. Da hatten wir einen Spieleabend, wo wir das unter anderem auch gespielt haben, wo wir auch dann 3 Runden gespielt haben. Und ein cooles, witziges Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Und